Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich dir zeigen, wie man die Victron-Geräte in den I/O-Broker integrieren kann. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Wie man die Victron-Geräte im I/O-Broker integriert, werde ich dir natürlich gerne am Bildschirm zeigen. Deswegen switche ich jetzt sofort um dich nicht weiter zu langweilen. Also, schön dranbleiben! Zuallererst musst du die Victron Venus Remote Konsole öffnen. Das habe ich schon mal gemacht für uns. Da gehst du dann im Prinzip nichts anderes wie auf Menü, denn auf die Einstellungen. Und wenn du auf den Einstellungen bist, musst du so ziemlich weit nach unten, fast, ich glaube, vorletzter Dienst. Und zwar unter Dienste gehst du drauf. Und jetzt ist bei mir der Modbus TCP schon aktiviert. Da kannst du dann draufklicken. Hier siehst du dann, okay, es sind zurzeit keine Fehler vorhanden. Und jetzt kann ich hier drauf klicken und kann sehen, aha, welche Dienste sind vorhanden. Also ich habe einmal den Smart Shunt mit der ID 239 und ich habe einmal das Victron-System mit der ID 100. Dieses ist notwendig, um zu wissen, welche Adressen du abfragst. Denn switchen wir gleich mal um zu dem I/O-Broker und zwar zu den Adaptern. Da installierst du dir zuerst den Modbus-Adapter. Das geht relativ easy. Bei mir dauert es ein bisschen länger, weil ich gerade über LTE drin bin. Oder beziehungsweise in meinem kleinen Dörflein 4G, irgendwie sowas. So, und dann gibst du hier einen Modbus und dann kriegst du schon angezeigt den Adapter. Hier draufklicken und dann da und dann kannst du den installieren. Dann sieht man den anschließend hier in den Instanzen. In den Instanzen macht man eins, man geht hier drauf auf die Einstellungen von den von dem Modbus Adapter und sagt dann im Prinzip erstmal die IP-Adresse. Wenn man die IP-Adresse eingegeben hat, dann muss man noch die Geräte-ID, man kann aber auch mehrere Geräte-IDs, das ist dann hier vorne nicht ganz so erforderlich, sondern das wird dann im Prinzip im Eingangsregister erforderlich. Im Eingangsregister sage ich, welche Slave-ID, also welche ID ich abfragen will. Ihr erinnert euch, hier ist die 100 und die 100 hatten wir hier auch schon mal. Also ich frage hier diese ID, die frage ich ab. Und dann gibt es noch eine sogenannte Adresse. Die Adresse kriegt ihr raus über, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das bei mir zufällig, ja, das habe ich. Und zwar gibt es eine Webseite, wo beschrieben ist, welche Kanäle das sind. Jetzt müsste ich nur mal gerade schauen. Das war letztes Mal eine Excel-Datei. Da. Dann klickt man da drauf, sagt Go to File. Nein, man sagt nicht Go to File. Das ist Blödsinn. Man sagt dann Download. Denn lädt man sie sich runter und dann hat man diese aktuelle Liste. Ich würde euch immer raten, auch auf diese Webseite zu gucken, weil es kann sich auch mal was ändern. Oder es kommt was Neues hinzu. Wir sind mittlerweile bei der Revisionsstadt 44, wenn man das so überlegt. Und hier habe ich jetzt diese ganzen Sachen, die ich abfragen kann. Und zwar, ich habe es mir letztes Mal einfach gemacht. Ich habe hier oben drauf geklickt, beziehungsweise habe erstmal gesagt, Bearbeitung erlauben. Bin hier oben rein, habe gesagt, ich will mir einen Filter setzen. Und dann bin ich wieder zurück in meinen Remote-Konsole und da habe ich gesehen, aha, komm, Victron Energy System. Wenn ich jetzt auf meine Excel-Liste wieder drauf gehe, dann kann ich natürlich hier unter einfach System filtern und kann sehen, was kann ich damit alles abfragen. Battery Voltage, Battery Current, Auxiliary Switch, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Das ist einmal, ach, das war DC-System, sorry, unter System kannst du noch sehr viel mehr abfragen. Und hier hast du jetzt immer denn den Kanal. Das heißt, wenn ich den Kanal 840 angebe mit den Parametern, die hier stehen, dann habe ich die Möglichkeit, das auszulesen. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Also ihr seht, ich habe die Adresse 840, die Slave-ID 100. Dann habe ich, das ist mein Name, den ich dafür vergeben habe. Denn die Einheit, in der ich messen will. Und dann gibt es hier unassigned 16-Bit-Edien. Und zwar hängt das damit zusammen, was hier in der Liste drin steht. Wenn hier uint steht, also ja uint, sage ich jetzt mal, 16, dann heißt das unsigned 16-Bit. Und so kann ich dann hier, ist es signed 16-Bit und dann noch den Faktor, den Scale-Faktor, den kann ich, den muss ich natürlich angeben. Was ganz Interessantes ist, ich habe hier hinten, sehe ich, welche Variablen sind beschreibbar und welche nicht. Also meine sind jetzt keine beschreibbar, weil ich habe nur einen Smart Shunt, beziehungsweise könnte über ein Relais, wenn ich ein Relais angeschlossen hätte, könnte ich ein Relais steuern. Das ist schreibbar, ne? 0 für Open und 1 für Closed. Und da muss man dann auch aufpassen, was hat man gerade, nominal Open oder nominal Closed. Ja. Wenn man das denn eingetragen hat, dann geht man ganz einfach auf Speichern und dann sieht man hier unter den Objekten, ich
mache jetzt mal den Modbus auf. Hier sieht man jetzt einmal Info. Also er sagt, er ist verbunden miteinander mit dem System. Und hier sehe ich jetzt im Prinzip die 100 wieder. Das ist mein Importregister. Und hier sehe ich jetzt, aha, die Spannung ist 13,4 Volt. Zurzeit ziehe ich keinen Strom aus der Batterie. Ich ziehe auch keine Leistung aus der Batterie und die Batterie ist zu 100% gefüllt. Und Status ist jetzt im Prinzip 0 heißt Leerlauf, 1 müsste Charge heißen, also laden, und 2 müsste Entladen heißen, beziehungsweise Discharge. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen, um in meiner Visualisierung bzw. mein Skript, falls mal irgendwas kaputt sein sollte, nicht wieder alles von vorne machen zu müssen und dann zu überlegen, wo ist denn was verbaut, habe ich mir hier unter Alias einen Ordner angelegt. Da heißt Strom, nochmal ein weiterer Ordner Smart Shunt, und hier sehe ich jetzt im Prinzip die gleichen Werte, die ich unten habe, nur dass ich, wenn ich diese Variable oder beziehungsweise diesen Datenpunkt jetzt nutze in meiner FIS und auch in meinen Skripten, und es sollte mal per Zufall, was ich nicht hoffe, der Smart Shunt kaputt gehen, brauche ich nur den Smart Shunt austauschen, muss ihm sagen, okay, das ist die neue Adresse, und es läuft wieder von vorne. Ich brauche keine Visualisierung anpassen, ich brauche keine Skripte mehr anpassen in dem Augenblick. Was, wenn ich das nicht über den Alias mache, denn in jeder einzelnen Rubrik wie dem FIS, die Skripte, wo auch immer, das ist, raussuchen muss. Ja, das ist im Großen und Ganzen eigentlich schon die ganze Krux da dran. Man muss im Prinzip wissen, welche Geräte-ID habe ich und welche Kanäle will ich abfragen davon. Und wenn ich das dann getan habe, oder beziehungsweise das weiß, dann muss ich nur noch den Adapter zum Laufen bringen. Das ist aber, wie gesagt, auch echt spielend einfach. Und dann kann ich die Daten halt abfragen. Du hast in den vorherigen 10 gesehen, wie spielend einfach das war. Also es ist wirklich easy. Das kriegt jeder hin, der ein bisschen Spaß dran hat, was zu programmieren. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen und hoffe, das Video hat dir ein bisschen weitergeholfen, die Victron-Geräte zu integrieren, und wünsche dir einen weiteren schönen Abend und wir sehen uns bald wieder.